Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Schön, dass du wieder dabei bist beim IT-Founder Podcast. Fröhliche Weihnachten! Heute, also genau in dem Moment, wo diese Episode live geht, ist Heiligabend. Jetzt, wo ich es aufnehme, sind noch ein paar Tage davor. Aber es ist natürlich ein toller Moment, um einfach nochmal innezuhalten und sich zu fragen, für wen mache ich das hier eigentlich? Familie, Menschen, die man liebt, dein Business, das alles fordert unglaublich viel. Warum und für wen machst du das eigentlich? Darüber soll es heute gehen, in der heutigen Podcast-Episode. Und ich werde auch ein paar, ja, man kann fast sagen, Geheimnisse von mir teilen, also dich da so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Aber vor allem, und das ist mir das Allerwichtigste heute, den ein oder anderen Gedanken bei dir als Impuls setzen, der vielleicht über die Feiertage, über ein bisschen Ruhe, über ein bisschen Abstand zum Unternehmen seine Wirkung entfaltet. Und dir fürs kommende Jahr viel, viel mehr Klarheit gibt, dass du einfach besser weißt, warum du das machst und für wen du das eigentlich alles machst. Nächste Woche geht es dann um das Thema Vollgas 2021. Wo will ich hin und wie komme ich dort denn eigentlich an? Und heute legen wir den Grundstein dafür. Also erstmal kurz zwei, drei kleine Anekdoten aus der Vorweihnachtszeit. Was war das dieses Jahr für eine Vorweihnachtszeit? Komplett anders, als ich es bisher gewohnt war. Und vielleicht geht's dir ganz ähnlich. Ich meine, auf der einen Seite war die Kontaktbeschränkung da, ne? Corona hat wieder zugeschlagen und wir haben logischerweise in unserem Alltag eine ganze Menge Veränderung. Kein Geschäftebummeln, keine Lichterketten in der Stadt, kein Café, in das man sich mal reinsetzen kann, ein bisschen Leute beobachten kann oder sowas. Mir hat das unglaublich gefehlt. Ich fand es total schade. Und ich meine, na klar gibt's draußen Lichterketten, aber diese Momente, wo man einfach abends im Dunkeln vielleicht mal durch die Stadt läuft oder ja, den Moment genießt, ein bisschen Schaufenster bummelt, guckt vielleicht, na, vorbereiten, Geschenke besorgen oder sowas. Das gab's dieses Jahr bei mir gar nicht. Überhaupt nicht. Es gab aber auch keinen Weihnachtsstress. Es gab keinen Rumgerempel und na, diese Sachen, die man sonst hat außer Haus, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Besorgungen machen, die gab's dieses Jahr bei mir auch nicht. Plätzchen backen gab's trotzdem. Also diese Momente zu Hause, ein Hexenhäuschen haben wir gebastelt, haben wir den Kids gebastelt, die sind ja jetzt noch nicht so alt, der Felix ist 8, der Leo ist 5. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt nicht das Riesenhexenhaus, sondern dann nehmen wir so ein paar kleinere Platzerl und kleben mit Zuckerguss und ein paar Süßigkeiten unsere kleinen Häuschen zusammen. Wir haben Dominosteine genommen, Lokomotiven draus gebastelt. Und diese schönen Momente, die man zu Hause hat, wo es draußen kalt ist, wo es drinnen warm und gemütlich ist, wo man den Geruch von Weihnachten hat, die haben wir uns trotzdem gemacht, diese Momente. Also Weihnachten ist nicht komplett anders, aber es fühlte sich schon ein bisschen anders an in der Vorweihnachtszeit. Und was mir da einfach nochmal deutlich geworden ist, ist, am Ende des Tages ist es das, was man selber draus macht. Ob ich mich jetzt darüber ärgere, dass die Rahmenbedingungen sich geändert haben, oder ob ich das Beste daraus mache und das, was mir wichtig ist, das, was ich tun kann im Rahmen dieser Rahmenbedingungen, trotzdem tun. Und letztes Wochenende habe ich einfach mein Lagerfeuer angemacht, mich mit den Kids in den Garten gesetzt, haben einen alten Grill als Feuerschale benutzt und haben uns das da gemütlich gemacht. Oder, na, ich weiß nicht, der eine oder andere, der schon länger zuhört, der kennt meinen Brauch, dass ich jeden Samstag mit den Kids normalerweise das Männerfrühstück mache. Ne? Meine Frau ist zu Hause, ich bin mit den Jungs unterwegs und wir gehen irgendwo in ein Café und machen es uns gemütlich, gehen frühstücken, haben einfach Zeit für uns. Und das geht ja nicht. Ne? Alle Cafés sind geschlossen. Frühstücken gehen geht nicht. Und dann hatten wir glücklicherweise, da sind wir jetzt wahrscheinlich die Ausnahme, einen Wohnwagen vor dem Haus auf dem Parkplatz stehen. Ne? Und haben gesagt, gut, dann machen wir halt unser eigenes Café auf. Haben es dann irgendwann Kaffee-Rollibus getauft und machen uns das jetzt jedes Wochenende gemütlich, kochen uns da unsere Frühstückseier, machen uns dann Tee und frühstücken da ganz in Ruhe. Und das ist eine schöne Sache. Das ist das, was man selber draus macht. Und genauso ist es aber auch im Unternehmen. Und das möchte ich jetzt eigentlich nochmal zum Anlass nehmen. Wie viele verschiedene Rollen habe ich als Unternehmer? Hast du als Geschäftsführer, als Gründer, als Unternehmer? Und wie viele Erwartungen,
von außen und von innen gibt es da eigentlich, die so an einem zerren? Und die einem das Leben vielleicht auch schwierig machen und die einem auch den klaren Blick manchmal so ein bisschen nehmen. Und nur um so ein paar der Rollen aufzuzählen. Ich bin, und es geht dir wahrscheinlich ganz genauso, ich bin Unternehmer, ich habe eine Firma. Je nachdem, in welcher Situation du steckst, bist du vielleicht gerade Gründer, bist du Selbstständige, bist du Unternehmer. Und alleine diese Rolle ist schon viel Last, viel Verantwortung. Ob es jetzt wirklich Last ist im Sinne von Belastung, ich würde sagen schon, das gehört dazu, ist aber ein Stück weit auch, wie du es ausgestaltest. Aber es ist definitiv viel Verantwortung dahinter. Du musst selber dafür sorgen, dass dein Unternehmen funktioniert. Und gerade bei den Umständen, die sich jetzt ergeben, bei den wechselnden Veränderungen am Markt, an der kompletten Gesellschaft, an der Art, wie Wirtschaft funktioniert. Das erfordert viel Flexibilität. Jetzt bin ich aber nicht nur Unternehmer, sondern ich bin gleichzeitig auch IT-Experte. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du verschiedene Rollen hast, dass du nicht nur als Selbstständiger da bist und sagst, hey, ich habe hier mein Business, ich führe das, sondern ja, du musst auch im Unternehmen arbeiten. Vielleicht bist du auch dein Backoffice, vielleicht musst du auch die Büroorganisation machen. Ich bin auch Führungskraft und auch das erfordert viel Verantwortung. Auch das erfordert viel Überlegung, viel Reflexion, viel vorausschauend, Verantwortung für andere Menschen, aber natürlich auch irgendwie mit Konflikten umzugehen, Dinge zu lösen, für andere mitzudenken oder zumindest ihnen den Rahmen zu geben, selber zu denken und selber aktiv zu gestalten. Und das sind jetzt nur ein paar Rollen aus der Selbstständigkeit heraus. Also mach dir tatsächlich mal eine Übersicht, nimm dir mal die Zeit und überleg mal, welche Rollen habe ich denn alles? Unternehmer, Selbstständiger oder vielleicht Gründer, IT-Experte bei Kunden. Projektleiter, der darauf achtet, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Materialdisponent, der dafür sorgt, auch Bestellungen auszulösen, dass das alles dann da ist, wo es sein muss. Führungskraft, Backoffice-Mitarbeiter, der Rechnungen schreibt, guckt, ob die bezahlt wurden, Zahlungsänderungen schreibt und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Menge. Und neben all diesen beruflichen Rollen, und das ist, finde ich, jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch nochmal was man wirklich nochmal spüren sollte, sich selber nochmal vor Augen führen sollte, Mensch sein, welche anderen Rollen habe ich dann noch? Und ich bin Papa, ich habe 2 Söhne. Und auch das fordert unglaublich viel. Es gibt viel, ja, na klar, aber es fordert auch viel. Und auch das ist jetzt in der aktuellen Zeit mit Homeschooling und Kindergarten ist zu eine schwierige Situation. Partner sein, ich meine, je nachdem, in welcher Situation du bist, ich bin verheiratet, Ehemann sein, auch das ist eine Rolle, die ich habe und die auch Erwartungen mit sich bringt. Erwartungen, die von außen kommen, die von meiner Partnerin kommen, aber auch Erwartungen, die ich mir selbst auferlege, wo ich sage, na, was bedeutet es für mich eigentlich, ein guter Ehemann zu sein? Was gehört da dazu? Und meine Frau und ich, wir teilen uns ein Stück weit die Hausarbeit. Wir sind ein Stück weit auch gemeinsam für die Kinder da. Und ich glaube, das ist was viele Leute mittlerweile tun, was aber auch nicht selbstverständlich ist, was auch eine aktive Veränderung ist. Und auch das fordert viel. Aktiv im Haushalt mitzumachen, aktiv sich Verantwortung zu übernehmen, sich drum zu kümmern, wann die nächsten Arzttermine der Kids sind oder sowas. Oder auch bei der Schule mitzudenken und zu gucken, was kommt als nächstes oder wo muss ich hinterher sein, wo muss ich meinen Sohn unterstützen oder deine Tochter. All das sind Dinge, die natürlich auch viel fordern. Und daneben gibt es noch ganz andere Rollen, wie zum Beispiel Mann sein. Einfach Mensch sein. Zeit für sich zu haben, Zeit für die eigene Gesundheit, körperliche Gesundheit, Sport zu machen, psychische Gesundheit, Auszeiten zu haben, Ausgleich zu haben, Hobby zu haben, Bruder zu sein. Ich bin Bruder, ich habe 3 Geschwister und auch für meine Geschwister Zeit zu haben und auch nicht nur für meine Geschwister Zeit zu haben im Sinne von ihrem Wunsch nachzukommen, sondern auch für mich, mir die Zeit zu nehmen und das Leben meiner Geschwister mitzuerleben, dabei zu sein, mit denen zu telefonieren und zu wissen, hey, wie geht's denen jetzt gerade? Freund sein. Ich habe jetzt in der Vorweihnachtszeit meine Freunde, ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Na, jetzt aktuell wegen der Kontaktbeschränkung ist das sowieso super schwierig. Wir haben ein einziges Mal jetzt gerade Anfang Dezember tatsächlich dann mal eine Skype-Session gemacht, wo wir dann, Zoom haben wir genutzt, eine Zoom-Session gemacht, wo wir dann mal zu 5 uns getroffen haben, so der engere Freundeskreis. Und das ist schon schön, die Leute einfach mal wieder zu sehen. Aber das kommt so kurz. Und es sind so viele Rollen, die man hat und das soll im Endeffekt jetzt auch nochmal so ein Stück weit die Übersicht sein oder der Sammler sein, um nochmal zu fragen, hey, für wen mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich, was ich hier alles tue?
Und das hängt halt eben auch ganz stark davon ab, in welcher Rolle ich jetzt gerade bin. Am Ende mache ich ganz viel von dem, wenn ich jetzt an mein Business denke, da bin ich egoistisch. Das mache ich, weil ich selber selbstständig sein will, weil ich Unternehmer sein will, weil ich mein eigenes Unternehmen haben will, weil ich mir beweisen will, dass ich das kann. Dass ich in der Lage bin, erfolgreichen Unternehmen aufzubauen, erfolgreichen Unternehmen zu führen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Weil ich nicht abhängig sein will von einem Chef, der ja vielleicht sogar ein Arschloch ist, der mich irgendwie rumschubsen kann oder der mich einbremst, weil ich einen Raum haben will, weil ich mich weiterentwickeln will. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich selbstständig bin. Aber für wen mache ich das? Ich mache das für mich. Ich mache das auch für meine Kinder. Ich mache das, weil ich ihnen vorleben will, dass man selber etwas erschaffen kann, dass man selber Erfolg erschaffen kann, dass man erfolgreich sein kann, dass man wirtschaftlich und privat, persönlich, menschlich glücklich sein kann, erfolgreich sein kann. Das ist mir super wichtig. Und das ist auch so wichtig, mich da immer wieder dran zu erinnern. Wenn ich irgendwo aus dem Gleichgewicht gerate, wenn ich merke, hey, jetzt stecke ich so viel Energie ins Unternehmen, dass die Zeit vielleicht bei meinen Kindern wegfällt, dass die Zeit vielleicht bei mir als Mensch wegfällt, dass da was zu kurz kommt. Ja, erreiche ich denn eigentlich mein Ziel noch? Warum und für wen ich das mache? Manchmal ist das nicht der Fall. Manchmal muss ich dann für mich selber sagen, okay, jetzt muss ich mal kürzer treten, jetzt muss ich mal den Fokus anders setzen. Und das ist natürlich eine geniale Zeit, jetzt in der Weihnachtszeit genau das für mich selber nochmal rauszuspüren und zu gucken, wie war denn mein Jahr 2020? Für wen mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Und ist es so, wie es jetzt gerade ist, gut? Bin ich zufrieden mit dem? Erreiche ich damit eigentlich das Ziel, was ich in diesem Jahr erreichen wollte? Habe ich das erreicht oder habe ich das nicht erreicht? Und bei mir muss ich ganz klar sagen, okay, ich habe definitiv in diesem Jahr, im Jahr 2020, zu viel gearbeitet. Fürs kommende Jahr ist es mir wieder unglaublich wichtig und die nächste Episode wird dann noch viel, viel stärker darauf eingehen, nochmal klarer zu definieren, was ist mein Ziel? Was ist der Zielzustand? Was ist das Unternehmen, das Leben, was ich aufbauen will? Wie schaut das aus? Und wie komme ich dahin? Was sind die Schritte, die mich dahin bringen? Welche Methoden helfen mir, das zu erreichen? Na, aber kommen wir nochmal zurück. Habe ich mein Ziel erreicht? Und ja, ich habe mein Ziel erreicht im Sinne von, ich bin unternehmerisch erfolgreich. Also mein Unternehmen hat dieses Jahr so viel wirtschaftlichen Erfolg mit sich gebracht wie noch nie. Das ist klasse, das ist geil. Aber das ist eigentlich nicht der Hauptgrund, warum ich Unternehmer bin. Ich will mich weiterentwickeln. Und ja, auch das habe ich dieses Jahr definitiv erreicht. Ich habe wieder super spannende neue Themen neu aufgenommen in mein Portfolio, neu gelernt, mich selber weiterentwickelt, neue Partnerschaften aufgebaut, tolle neue Menschen kennengelernt. Ja, an der Stelle bin ich super happy, aber ich bin noch nicht da angekommen, wo ich hin will, dass mein Unternehmen besser ohne mich läuft. Dass mein Unternehmen weiter skalieren kann, ohne dass ich mehr Arbeit reinstecken muss. Ein Stück weit schon, aber definitiv noch nicht da, wo ich hin will. Und das ist mein ganz klares Ziel fürs kommende Jahr. Und wie gesagt, nächste Woche in der kommenden Episode geht es dann nochmal ganz, ganz klar genau um dieses Thema. Wo will ich hin und wie erreiche ich das? Jetzt nochmal kurz zu Weihnachten 2020. Das ist ja irgendwie ein ganz anderes Fest. Also ich meine, na klar, es ist trotzdem Weihnachten und es gibt Geschenke und es gibt vielleicht auch das ein oder andere Getränk oder Essen, was man so gewohnt ist. Aber ich finde, es fühlt sich anders an. Und was ich auch total spannend finde, ist dieses Spannungsfeld zwischen digital und offline. Weil ich meine, Weihnachten ist so ein Fest für mich, das ist wirklich erleben, erspüren, riechen, schmecken, Nähe zu anderen Menschen haben. Dinge, die wirklich im realen Leben passieren, nicht in der digitalen Welt. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo man gezwungen ist, wenn man Leute sehen will, vielleicht eine Videokonferenz zu machen, vielleicht einfach einen Skype-Call zu machen. Und das finde ich so spannend, dass das dieses Jahr das erste Mal für mich gefühlt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber schreib's gern, ne? Wenn du noch nicht in der IT-Founder-Community bist, in unserer Facebook-Gruppe, dann komm rein. Falls du schon dabei bist, schreib gern mal deine Meinung, gib mir mal ein Feedback dazu. Wie fühlt sich Digitalisierung im privaten Umfeld für dich als Mensch dieses Jahr zu Weihnachten an? Ist es was du cool findest, wo du sagst, hey geil, finde ich klasse, nutzt du jetzt auch gerade Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, was auch immer, um Videochats zu machen, um Videokonferenzen zu machen mit deiner Family? Oder verzichtest du drauf und sagst, nee, die Weihnachtsfeiertage bin ich wirklich mal offline. Da bin ich wirklich mal weg von dieser ganzen digitalen Welt.
und habe einfach mal Zeit für mich und meine Family. Ich würde mich freuen, wenn du mir einfach mal ein bisschen Feedback gibst, wie sich's für dich dieses Jahr anfühlt, Weihnachten, Digitalisierung. Schau mal in der IT-Founder-Community vorbei, also bei Facebook, die IT-Founder-Gruppe. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich super über ein positives Feedback. Also gerade wenn du jetzt irgendwie über iTunes hörst oder sowas, bewerte gerne den Podcast und gib mir auch gerne 2, 3 Sätze, ein paar Stichwörter dazu, was dir am Podcast gefällt. Das freut mich, das ist für mich die Energie, weiterzumachen. Und das hilft natürlich anderen Leuten auch, den Podcast zu finden. Das fände ich richtig klasse. Ansonsten wünsche ich dir eine richtig schöne und entspannte Weihnachtszeit. Vor allem natürlich auch gesund. Und wir hören uns Silvester, wir hören uns am 31., wenn es um das Thema geht, wo will ich hin, wie komme ich dorthin, Vollgas 2021. Bis dahin, mach's gut.